Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder mal ein Aufgebraucht-Video oder Top-Flop oder Will-ich-nicht-mehr-haben-Video. Ich habe so ein Körbchen mit so ein paar Produkten und die stelle ich euch jetzt sehr gerne vor. Ich habe das jetzt nicht sortiert, ich nehme jetzt einfach das, was kommt. Zahncreme. Ich habe die Elmex aufgebraucht. Ist okay, ihr kennt das ja, morgens Aronal, abends Elmex. Ist okay, aber so richtig 100 pro hat sie mich nicht überzeugt. Und meine Zahnärztin und meine Dentalhygienikerin hat mir doch empfohlen, dass ich bei dieser grünen bleiben soll, also dieser Sensitive Professional. Oder was noch besser ist, die Pro Schmelz. Pro Schmelz, also die stärkt also, ich setze mal die Brille auf, ja, stärkt und härtet unseren Zahnschmelz. Ich brauche doch nicht die Brille. Die schäumt auch nicht so sehr. Soll wohl auch nicht so gut sein, wenn eine Zahncreme zu sehr schäumt, habe ich mir sagen lassen. Also Sensodyne Pro Schmelz. Dann, warte mal, ich habe nur eine kleine, eine Reisegröße auch noch aufgebraucht. Ja, Augen-Make-up-Entferner habe ich hier drei Stück. Einmal Sephora, einmal Santé und einmal hier von Balea Augen-Make-up-Entferner. Und ich finde alle drei doof. Ich komme mit allen drei nicht klar. Also entweder geht das Make-up, also dieses Mascara nicht richtig ab. Es schmiert, die Augen sehen danach wie Karnickelaugen aus. Also die Konsistenz dieses Sephoras mit Kornblumenextrakt ist so leicht gelig. Also ich habe sie fast aufgebraucht, also dieses Fläschchen. Aber eigentlich tat sie meinen Augen nicht so gut. Total enttäuscht war ich von Santé. Für wasserfeste und für normale Wimperntusche. Ökotest sagt sehr gut. Mir sagt es nicht zu. Am besten hat der noch abgeschnitten, aber eigentlich möchte ich ihn auch nicht mehr nehmen. Wisst ihr, ich bin jetzt wieder also na, so hausmittelchenmäßig zu meinem Kokosfett zurückgekehrt. Und da gibt es einen Trick. Man muss nicht das Kokosfett jetzt direkt so aufs Auge geben. Man kann ein Wattepad nehmen, den Wattepad so ein bisschen, also das Pad, so ein bisschen anfeuchten, Kokosfett drauf machen und dann ganz sanft über die Augen gehen. Und gleichzeitig ist ja dieses Kokosfett auch Pflege für die Wimpern, dann sparen wir uns dieses Wimpernserum. Ist ein bisschen aufwendiger. Wenn es schnell gehen soll, ist natürlich so ein einfacher Make-up-Entferner besser, aber es muss ja nicht immer schnell gehen. Es geht ja darum, dass alles abgeht und dass unsere Augen gepflegt sind danach. Also auch die Haut drumherum. Also die drei sind nicht aufgebraucht, aber das sind, also gehört zu den mag ich nicht Produkten. Mag ich sehr. Caudalie, diese Maske Hydratant, das ist eine Maske, die auf das gereinigte Gesicht aufgegeben wird und nach 20 Minuten einfach mit einem Kleenex abgenommen wird. Man kann es auch abspülen oder mit einem feuchten, mit einer Kompresse abnehmen, wie ihr wollt, also je nach Hautgefühl. Also die wird auf jeden Fall nachgekauft, Caudalie Hydratant. Hier die Urea Fußcreme, die hält ziemlich lange mit 10% Urea, hilft also gegen so Schrundenbildung, nicht so viel Hornhautbildung. Ich finde sie klasse. Man braucht nur wirklich erbsengroß und hat ganz tolle gepflegte Füße. Es wird immer dunkel, wenn ich das hochhalte, sehe ich gerade hier auf diesem Display. Also Urea Oibos mit 10% Urea Fußcreme. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Ist gut. Besser als so ein Schaum. So ein Schaum ist besser jetzt. Diese feuchtigkeitsspendenden Fußschäume, die es so gab im Sommer, sind eigentlich mehr für den Sommer, für die warme Jahreszeit. Dann haben wir das Deo-Problem, was ich ja schon lange habe. Gekauft, nicht gut. Einmal Rexona, einmal Dove. Einmal ohne Aluminium, einmal mit Aluminium. Und auch diesen Rexona, diesen, wie heißt der, Maximum Protection. Ich habe nur grün und blau gesehen. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass es auch noch rosa gibt und rot gibt. Also man bleibt trocken, aber der Geruch sagt mir nicht so zu. Und wisst ihr, das ist so eine Sache. Es ist ja nicht so, dass man, also wenn man schwitzt, also Schweiß riecht ja eigentlich nicht. Erst in Verbindung mit Textilien und so, ne? Über den Tag wird das dann so ein merkwürdiges Gemisch, also was dann anfängt so ein bisschen zu müffeln. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein,
Also ich habe die beste Erfahrung gemacht, diesen Tipp, den habe ich vor 2 Jahren bekommen, mit Natron. Das ist ein Hausmittelchen und da habt ihr keine Chemie und nichts weiter. Mit Natron ist ein bisschen kompliziert, also dieses Pulver-Natron, was man zu kaufen bekommt, kann man dann sich das Pulver auf die Finger geben, ein bisschen anfeuchten und man hat natürlich so einen leicht weißen Rand, wenn das eingetrocknet ist, aber den kann man ja abmachen. Oder man macht sich selber ein Gemisch in so einem Fläschchen Wasser und Natron. Geht auch. Diese Hollywood Skin, diese iPads, die sind wunderbar, nach wie vor Kollagen straffend, würde ich wieder kaufen. Von Biore diese Nasenstrips, die sind auch sehr gut, also kommen mit Nivea durchaus, können die mithalten. Sind zu empfehlen, wer jetzt hier unten, also gerade haben wir ja nicht alle, ne? Die Nasenpartie, dass sie so ein bisschen großporig ist und sich das leicht so füllt, die Poren. Oder man kann es auch hier unten auftragen. Der Kinnbereich ist ja auch meistens etwas mitgenommen, ne? Mit Esserchen und so. Guckt bitte mal euren Kosmetikschrank durch. Da steht auf fast allen Produkten immer, ist dann so eine Dose drauf, also so geöffnet und dann steht 6 Monate, 12 Monate und wenn ihr das angebrochen habt und das steht schon 2, 3 Jahre, werft's weg, ihr tut euch nichts Gutes. Also die Camille-Handcreme, die ist auch zu empfehlen, ist ja die Nummer 1. Sie pflegt die Hände, gerade so strapazierte Hände nach Spülen, nach Gartenarbeit, überhaupt nach dem Putzen. Ach, hier habe ich noch die, guck mal, hier habe ich sie noch, die ist aufgebraucht. Also ich werde jetzt diese beiden verwenden im Wechsel, Sensodyne und Elmex Professional. Weiterhin ist aufgebraucht, brauche ich nichts zu sagen. Da habe ich einen hohen Verbrauch von Rosenwasser, weil ich mir, also ich verzichte auch oft jetzt morgens darauf, dass man sich das, die Haut so mit Wasser, so Wasser ins Gesicht schmeißt, weil Wasser ist ja kalkhaltig, ne? Man kann das auch mit Rosenwasser tun. Jetzt nicht das Rosenwasser hier reinlaufen lassen und damit waschen, sondern einen schönen großen Wattepad nehmen, den tränken mit Rosenwasser und euer Gesicht damit. Also nach dem Schlafen reinigen. Ist ganz toll. Es ist gleichzeitig tonisiert, die Haut, es ist erfrischt, also die Haut ist erfrischt, tonisiert und sehr gepflegt und Feuchtigkeit, das ist ja Feuchtigkeit, das ist ja reines Rosenwasser. Achtet bitte, wirklich, achtet beim Rosenwasser darauf, dass da kein Alkohol drin ist. Es muss das reine Rosenwasser sein. Hier das Caudalie ist auch jetzt leer, Traubenwasser mit Salbei. Ist auch sehr schön zum Make-up fixieren oder zum Erfrischen. Dann von La Biosthétique Shampoo Vital. Naja, Protection Couleur, das war nicht schlecht, aber das werde ich mir nicht nochmal kaufen. Es gibt bessere von La Biosthétique. Aber nun ist es aufgebraucht, die Kosten haben die 20 Euro. Wollte ich jetzt nicht wegschmeißen, aber auch noch nicht abgelaufen. Also ist aufgebraucht. Dann haben wir hier Augentropfen. Das sind, nein, entschuldigt bitte, wisst ihr, was das ist? Es sind keine Augentropfen. Es sind so ein Ohrloch-Antisept ist das. Wenn man jetzt zum Beispiel Ohrringe länger nicht getragen hat, sollte man den Stift damit vielleicht also reinigen oder auch speziell für die Pflege des Ohrlochs. Gibt es bei, ich kaufe das immer beim Bijou, Brigitte Bijou, also ein Ohrloch-Antisept. So, hier haben wir, ihr seht, ich benutze sie fleißig, L'Oreal. Nicht Age Perfect, das ist diese 55 plus Calcium, das ist diese Nachtpflege und das ist die für sensible Haut Hydra Active 3. Sind beide leer und wieder neu gekauft. Jetzt habe ich hier noch einen Lip Liner, der ist fini, das war ein nudefarbener Lip Liner von der Firma Maybelline. Das war mit so einem Stift zum Rausdrehen. Der war ehrlich gesagt nicht so toll. Also da musste man wirklich aufpassen, weil der so fein ist, dass er nicht abbricht. Also man durfte da nicht so mit Druck, zu viel Druck ausüben. So, und dann habe ich jetzt hier 2 Lid Primer. Völlig verschiedene Produkte sind das. Von Bobbi Brown, der ist leider eingetrocknet, weil er eben schon über ein Jahr offen ist. Ne? Das ist ein sehr heller. Ich kann den leider nicht mehr aufs Augenlid auftragen. Obwohl es auf dem Handrücken geht, dann ist es so perlmuttig. Hält sehr schön das Augenlid auf
und das Augenlid trocknet auch nicht aus. Und logischerweise hält der Lidschatten fantastisch. Aber es ist einfach zu trocken, weil er war zu lange offen. Ich habe ihn. Das ist nämlich der Nachteil, wenn man zu viele Produkte hat und die jetzt aufmacht. Und dann hat man dann auf einmal doch so sein Lieblingsprodukt und die anderen, die dümpeln da so vor sich dahin. Und auf einmal merkt ihr, oh Gott, ich kann die gar nicht mehr benutzen. Und ihr solltet es auch nicht tun. Gerade alles, was im Augenbereich ist, immer auf die Haltbarkeit achten. Sobald ihr merkt, ein Produkt riecht ein bisschen komisch oder die Konsistenz ist anders als am Anfang, lasst es. So, und der Lid Primer von Smashbox, der ist etwas gelblicher. Da kommt gar nichts mehr raus. Der ist im Prinzip genauso, hat genau diese Farbe wie diese Patrone hier. Da war ich anfangs begeistert, der wurde aber sehr schnell trocken. Und den habe ich in einem Rutsch benutzt, also da habe ich keinen anderen benutzt. Am Anfang war es okay und nach so 4 Wochen war er so zäh. Also der hat sich so zäh verteilen lassen auf dem Augenlid. Also den würde ich mir, glaube ich, auch nicht nochmal kaufen. Ich bin sowieso dazu übergegangen, jetzt von Bobbi Brown diese Longwear Cream Eyeshadows in Shower oder Bone in solchen Hautfarben zu benutzen als Primer. Ist perfekt. Weil man hat ja diese kleinen Döschen und die müssen ja auch aufgebraucht werden. Und kann man ideal benutzen, also von Bobbi Brown, diese Longwear Cream Eyeshadows auch als Lid Primer. Ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer das Beste. Für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Das ist ein Kanal Best Ager. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meine Videos teilt in den sozialen Netzwerken. Das würde dem Kanal so einen kleinen Push geben, weil man wird ja nicht gefunden. Das ist das Problem. Und Best Ager Kanäle gibt es nicht so viele. Und wenn ihr Freundinnen oder Bekannte habt, die auch in unserem Alter sind, es wäre ganz toll, wenn ihr das machen würdet. Seid besonders gut zu euch, habt noch einen wundervollen Tag und bis bald. Ciao.